Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World. So, hier ist wieder einiges passiert. Ich bin hier schön im Umbaustress, kannst du sagen. Also, ich bin hier wirklich am Schauen, dass ich die Bude mal ein bisschen ausgebaut kriege. Ich wollte hier in die Richtung noch was ausweiten. Da bin ich am Ausweiten, also hier die Farmen. Ja. Hier sieht es gerade auch richtig schön ruhig, also ich finde jetzt hier den Stein abbaue. Null Lag. Also, es läuft gerade richtig schön flüssig. So. Ich habe hier noch was gefunden. Ich mach mal kurz das hier ab. Und da sieht man das schon. Wir haben hier die komische Flüssigkeit von Ars Magica. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich habe natürlich auch keinen Eimer bei. Komm, machen wir mal so. Dann hol ich mir jetzt gleich noch einen Stein. Hoppala. Hier haben wir Stone Bricks. Boah, die Musik dröhnt gerade was. So. Die war gerade echt zu laut auf meinen Ohren. Das kann mal da rein. Buckets habe ich hier. Ja, es sind ein paar Tage bei mir vergangen. Einfach, Vorbereitungszeit. Ich war ein bisschen krank. Führt man vielleicht jetzt auch noch ein bisschen raus. Ja, das dachte ich mir. Finde ich lustig, dass man hier nicht schwimmen kann. Was ist denn das? Liquid Ethereum. Okay. Weißt du, was wir machen? Dann nehme ich mal so ein... Na, nicht hier. Hier schön mit. Und so. Voila. Ja. Da unten ist eine komische Höhle, die ich gefunden habe. Lass ich mal Höhle sein. Habe ich mal dort ausgeleuchtet. Oh, der Paktosan ist auch schon da. So, währenddessen sind noch komischerweise ein, zwei Quests im Questbuch abgeschlossen worden. Einmal hier habe ich einen Tank gemacht, da habe ich ups, da war aber zu viel. Aber naja, kriegen wir zwei Tanks. Nehmen wir gerne mit. Ein Enderman ist auch bei mir in der Bude reingehüpft. Ungefähr wie damals bei TWP. Ich hoffe, ich versuche das jetzt mal reinzuschneiden. Also, wenn ich das hoffe, seht ihr das genau jetzt. Alter, du Kackvieh. So, bin ich mal gespannt, ob ich das geschaffe. Boah, das wird schon hart. So, ja, dem habe ich schon schnell auf die Fresse gehauen und wir kriegen auch dafür ein paar Enderperlen. So, und dann die Großwildjagd. Die haben so ein paar Shadow Mobs abgeschlossen. Jagd plus 1, Claim Reward. Also, erstmal so. Spartaner, ich habe gehört, du machst hier böse Dinge, die den Server zum Denken bringen. Nein, hier macht keiner was Böses. Ich würde sogar mal sagen, den Tank. Platzieren wir mal so hin. Wow. Da kam gut was rein. Sehr schön. Wir haben jetzt gut was drin. Ja, das wollte ich. So, die Enderperlen. Ja. Jetzt kommt wieder der Platzmangel. So, was machen wir denn heute Feines? Aller Anfang ist schwer, würde ich sagen. Mach mal weiter. Oh, ganz vergessen. Ich habe ja auch noch ein paar Seeds gezüchtet. Unter anderem auch schon hier die Redstodendron Seeds haben wir auf 10. Die Origold. Die Lapenda. Und auch schon die Diamalia. Also hier kriegen wir Diamond Nuggets raus. Die kann man einfach so schön so machen. Et voilà. Zwei Dias. Hallo? Ja, gerade leckst wieder ein bisschen. So, ich würde aber jetzt erstmal sagen, wir machen hier mal schnell die Quest. Wandern ist des Müllers Lust. Einfach allein schon, weil wir eine schöne Rüstung kriegen und ein Red Heart Kanister. So, wir sollen die Travelers Rüstung machen. So. Ja, komm. Wir brauchen auf jeden Fall Glas, Leder und Gold. Glas haben wir hier. 8 Stück, hoffentlich reicht das.
Leder wird auf jeden Fall nicht reichen. Das weiß ich jetzt schon, aber für die Traveler's Goggles reicht das. Nummer 1. Wir brauchen die Traveler's Rings. Da brauchen wir Bronze, das können wir mal schnell gießen. Ich glaube nicht, dass man das... Ja, komm, wir schmelzen das einfach sofort ein. Zack, zack. Bauen wir kurz den hier ab. Nee, das war eine Enderperle. Oh, jetzt haben wir einen Enderperle. Eine Enderperle haben wir ja zum Glück. Wir brauchen 2 Gold. In der Zwischenzeit können wir schon mal den Rest vorbereiten. Was braucht man noch? Wir brauchen noch die Traveler's Vest und die Traveler's Boots. Wolle brauchen wir. Haben wir Strings? Das ist ein Witz. Ah, Gott sei Dank. Ich habe schon gerade das Schlimmste befürchtet. Da ist gerade irgendwas despawned. Das haben wir. Alu haben wir. Traveler's Boots. Ja gut, da brauchen wir nochmal 2 Strings. Nehmen wir mal das Leder hier mit. Machen wir aber gerade Tag. Hoffen wir mal, dass jetzt auch schon das Gelumpe hier fertig ist. Sehr schön. Bronze ist gerade fertig geworden. 4 Stück. Mehr brauchen wir auch nicht. Dann brauchen wir 2 Alu noch. Machen wir das mal gerade weg. 1, 2, 1, 2. Dup, dup. Flup, flup. 1, 2, 2. Traveler's Traveler's West. Und Traveler's Boots. Sehr schön. Und jetzt kommt das letzte Teil. Gibt auch schön Protection. Bronze haben wir hier. Da haben wir noch Gold. Sehr schön. Brauchen wir aber gerade nicht. Die Traveler's Rings. Sehr schön. Sollte jetzt abgeschlossen sein. Jawohl. Dann ziehen wir das mal an. Goggles, Vest, Boots, Rings. Sehr schön. Claim Reward. Und wir bekommen Red Heart Kanister und ein Infinity Orb. Weiß ich gar nicht, was man damit machen kann. Bevor ich das jetzt blöderweise verschwende. Machen wir das einmal so. Und die Vitalip Seeds kann ich auch da drüben hin tun. So, was gibt's denn noch zu tun? Wie passt nur alles da rein? Ein Backpack können wir mal machen. Ach, ist ja nix. Leder habe ich noch dabei. Flup. Backpack. Und Backpack Pouch. Brauchen wir nochmal 3 Strings. 3 Strings! Strings brauchen wir. So, sind wir auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen gegen Schaden geschützt. Machen wir mal gerade hier. Sehr schön, wie viel passen da eigentlich rein? Oh. Oh, das ist ja cool. Ah, okay, okay. Das ist ja echt cool. Habe ich mal schon ein Backpack. Wie die Axt im Wald. Können wir auch schon mal direkt machen. Wir brauchen seine Toolforge machen. So, jetzt wird's lustig. Wovon haben wir denn am meisten? Ja gut, Eisen. Drei. Vier. Ja, umständlich konnte ich schon immer gut. Das kommt da rein. Das wird dann hier eingegossen. Jetzt fängst du schon mit den Lecks an. Das ist ja eklig. Brauchen wir den Casting Bazaar. So, was kann man währenddessen noch machen, wenn wir warten? Rosslau, ne. Grüner Daumen hier, vielleicht irgendwas.
Der Schnellkochtopf. Dann machen wir das doch mal. Kriegen wir hier schön Bell Pepper oder Chili und Onions. Brauchen. Machen wir was anderes. Der kleine Automat anstatt dessen. Ein Worktable, braucht man ein Buch. Ein Crafting Table und eine Truhe. So, ich weiß, wir haben hier Holz. 6. So, das. Papier. Leder. Buch. So. Zack. Zack. Und zack. So, und jetzt war das so. Truhe. Und Buch. Worktable. Sehr schön. Claim Reward, wir bekommen Honeycombs und eine Pipette. Stellen wir das doch einfach mal hierzu. Ja, die Honeycombs packen wir mal da rein. Genau wie die Pipette. Kann man irgendwas machen? Nö. Glühkathodenverarbeiter, was? In diesem Beruf sind sensible Werkzeuge notwendig, dies erreicht man mit speziellen Beschichtungen. Dieses Teil ist etwas gemein, es verbraucht auch deine Energie, wenn es nichts zu tun hat. Wir brauchen Glas, Gold und ein Sturdy Casing. Ja gut, das machen wir erstmal später, weil uns das erstmal nicht weiterbringt. Was ist denn das hier, der Küchenhelfer? Schauen wir uns das doch mal an. Vom Tellerwäscher zum Millionär, jeder fängt mal klein an. Ach, das ist ja... Kann ich das eigentlich schon wieder einschmelzen? Jo. Sehr schön, zwei Eisenblöcke haben wir schon. So. Ich habe auf jeden Fall das Ziel genommen. Hier die Agricraft Seeds, wie die Diamalia Seeds. Wollte ich alle einmal durchzüchten. Weil wir können das Zeug auf jeden Fall gebrauchen. Ich meine, das sind gratis Ressourcen, wenn wir mal was Knappheit haben. Wow. Ich meine, ich habe schon gesehen, es ist begrenzt auf 40 mal, nicht 40 mal 40 schon wär's, auf 40 Felder. Aber, wir sind ja dabei, alle auf 10, 10, 10 zu zischen. Außer die Engine Sports, das geht nicht so wirklich. Auf jeden Fall, wenn wir die alle auf 10, 10, 10 haben, können wir einmal so ein 40er Feld durchmachen und dann während der Aufnahme einfach mal so laufen lassen. Oder auch mal so währenddessen, wenn ich mal hier am Vorbereiten bin. Ich meine, es gibt ja dieses Mal 4. Ich bin gerade am Rechnen, das dürften 160 Nuggets sein, wenn einmal das Feld durch ist. Das funktioniert super dann. Und vielleicht kriegen wir das Ganze auch irgendwann mal so vorbereitet, dass das dann einmal durchläuft. Darf jetzt hier bekommen Tea Sapling, Yuzu Sapling und eine Clam. So, was war denn jetzt als nächstes? Der Schnellkochtopf. Okay, ein Iron Gear, ein Iron Sword, na gut. Was haben wir denn dann doch noch hier? Ja, wir warten immer noch auf die Toolforge. Ah, gut, aber das ist, letzte Eisen ist schon fast durch. So, gib mich Blog. Danke, Blog. So, wir brauchen die Axt. So, und da ich gerade merke, dass ich was vergessen habe für die Toolforge, machen wir das ganz einfach. 1, 2, 3. Die Ebene ist ja eh noch nicht fertig. Und das mache ich dann gemütlich hinterher neu. Boah, das kann es doch nicht sein, dass es jetzt so sehr am Lecken ist. So. Wir sollen eine Lampe-Ex machen. Baum für Baum und Holzblock für Holzblock fällen ist sehr anstrengend. Ich habe da was von einer neumodischen Axt gehört. Die sollte uns damit helfen. Mit dieser Axt reicht es, den untersten Block des Baumes zu fällen. Der Rest kommt von allein. Machen wir das doch einmal. Die sollen wir nur aus Holz machen. Haben wir hier noch Stencils drin? Jawohl. Wir brauchen eine Broad-Ex Patternhead. Was brauchen wir eigentlich alles dafür? Okay, also alles drei. Large Plate Pattern, Tough Binding Part und Tough Rod. So. 3, 6, 14,
22, also mit 11 Holz. 11, nicht 11. Sind wir gut dabei? Eins. Zwei. Drei. Und Nummer 4. Ich mache jetzt erstmal das Holz. Die werde ich dann später. Werde ich einmal super auf. Ja, das war ja sehr schön. Einmal komplett upgraden auf Metall irgendwie. Clay Reward. Slime Crystals. Jetzt will ich mal kurz schauen. Was ist besser? Ich glaube, die Tough Rod hat einen Durability Modifier von 2. Nee. Das ist gut zu wissen, dann machen wir demnächst mal der Tough Rod daraus. So, was haben wir denn jetzt noch? Ja. Jetzt haben wir hier ein bisschen fest. Was haben wir denn hier so? Könnten wir irgendwie hier schon anfangen? Lass doch das mal machen. Platziere ein Buch in einen Rahmen in der Nähe eines magischen Sees. Das machen wir jetzt mal. Leder habe ich noch bei mir. Das Schöne ist, jetzt wo wir auch Zugang haben zu den Tier... Ich glaube, das ist, werden wirklich auch Tier 2 Werkzeugen genannt. Ist es richtig einfach, wie wir einfach an... ist es richtig einfach, wie wir einfach... Mein Deutsch very good, meine Aussprache super, ich perfekt. Ne, was ich sagen wollte, ist super, wie wir jetzt an Ressourcen kommen können. So, das ist, ich mache das jetzt zum ersten Mal, ich habe mit Ars Magica noch nie auseinandergesetzt. Bin ich gespannt, ob das jetzt klappen wird. Ach komm. Ich werde ja hier eh noch ausbauen müssen. Flop. Oh, warte mal. Ja. So, das war dann jetzt einmal so und einmal so. Wow. Das sah cool aus. Und es leckt wieder. You have unlocked the secrets of the Arcane. Ja, du hast die Geheimnisse des Arcanen freigeschaltet. Schaut mal da rein. Forward oder... Ja, komm. Ich glaube, ich werde mich auf jeden Fall einlesen müssen. Wir bekommen 16 Vidium, das? Okay. Ach du Schande. Ja. Mage Hood. Purple Rune. Blank Rune. Okay. Das stille Örtchen. Der sichere Weg zur neuen Erkenntnis der Meditation. Dafür braucht man einen speziellen Altar. Hier kann man. Okay, ich werde mich auf jeden Fall erstmal einlesen müssen. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall sowas von einlesen müssen. Und das Magica, das bringt mir jetzt erstmal gar nichts, wenn ich so anfange. Die Geister, die ich rief, die Zauber auf der Blume. Buch der Blumen. Weißt du was? Wie lang ist die Folge? 16 Minuten. Wir testen jetzt erstmal einfach nur unsere neue Lumber-Ex. Oh, hallo Ocelot. Ja, das neue Update ist jetzt auch schon drauf. Es spawnt jetzt wieder normale Tiere. Aber nicht allzu viele. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte... Ich wollte jetzt einfach mal die Lumber-Ex ein bisschen testen. Wow. Wow. Ich bin super beeindruckt. Also das ist ja...
Die haben auf jeden Fall so eine Blume noch von Ars Magica. Oh. Jawoll! Hallo? Was ging mit dem Vieh ab? Ich will jetzt nicht wissen, was das gerade war, ne? Also das sterben wollen hätte ich nicht so wirklich vorgehabt. Noch nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall schon, was wir in der nächsten Folge mal machen werden. Haben wir noch was zu essen? Brot können wir gerade essen. Einmal regenerieren. Ich werde es auf jeden Fall auch schon mal dann anfangen zu vorbereiten, Junge. Nee, ich werde anfangen vorzubereiten. Einmal eine Ebene für Botania hier. Ja. Ich werde mir hier den Infini-Miner machen. Ich meine, 240.000 Attack Damage, ne? Ne, 21 Millionen, so rum. Ja, ne, Spaß beiseite. Ne, ich wollte eine Ebene vorbereiten dann demnächst für Botania. Auch schon so eine Maschinenhalle. Aber mit Maschinen werden wir auf jeden Fall noch nicht anfangen. Also, ich will nicht auf jeden Fall nicht ausgehen anfangen, so rum. Ich will gerade mal schauen, so ein Generator. So ein Furnace-Generator. Ja, danke, nehme ich. Ja, ihr seht's schon. Ist nicht so ganz ohne. Moment. Das heißt, wir brauchen wirklich einen Grindstone. Okay. Alles klar, es wird heftig. Aber schaffbar. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.